Heute laden wir Sie an einem Ort ein, wo 2014 für den Sport im Landkreis Greiz eine besondere Premiere stattgefunden hat. Zum ersten Mal ein Cross-Triathlon. Außerdem, wenn wir in Zollenroda sind, hier am Seehotel, dann können wir auch davon sprechen, dass es hier zum Beispiel Kindern möglich ist, die Kreisjugendspiele im Segeln auszutragen. Etwas Besonderes. Und das soll auch der Sportlerball sein. Mit der Wahl der populärsten Sportler. 12 Männer, 10 Frauen und auch 12 Teams standen zur Auswahl. Aber rein statistisch das nur abzuschätzen, das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen auch einige Sportler näher kennenlernen. Sportlerbälle im Ostthüringer Landkreis Greiz bieten alljährlich eine typisch eigene Mixtur aus Ehrungen und Showacts einheimischer Vereine oder auch sportverwandter Profis der Unterhaltungsszene. In Zollernroda-Triebes darf man, wohl etwas kesp, behaupten, dass bei größeren Veranstaltungen dann auch kaum ein Weg am einheimischen Jugend- und Kinderballett vorbeiführt. Ansässig beim Freizeitzentrum Zollernroda e.V. Und der Name, Sie ahnen es, leitet sich von den gewollt frisch-frechen Choreografien her. Wohlgemerkt mit Vorgeschichte schon seit 1982. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ballsport 2015 im Landkreis Greiz. Und wie vielfältig der Sport hierzulande ist, das hat dieses kurze Video gezeigt. Ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben. 30 Sportarten in 3 Minuten zusammengefasst. Einige davon werden wir heute Abend hier livehaftig vor uns sehen, Vertreter dieser Sportarten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Was erwartet uns an diesem fast schon lauen Frühlingsabend hier im Bio-Seehotel? Uns erwartet wieder eine schöne Show. Höhepunkte sind natürlich die Würdigung des Ehrenamtes, die Kürung der Nachwuchssportler und natürlich die Kürung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2014. Und wenn wir über 2015 reden, Uwe, dann müssen wir über ein Jubiläum reden. 25 Jahre organisierter Sport im dann neuen Landkreis Greiz. Wie würdest du, wenn du mal so einen kurzen Abriss machst, diese 25 Jahre beschreiben? Wie hat sich der Sport hier im Landkreis entwickelt? Wir haben 1990 den Kreissportbund Greiz damals gegründet. Das war am 6. Juni 1990. 1994 hatten wir die Gebiets- und Verwaltungsreform. Da kamen die Landkreise Zollroda, Gera Land und Greiz zusammen. Und wir hatten damals 111 Mitglieder mit ca. 14.000 Mitglieder. Mittlerweile sind wir 187 Vereine mit 16.500 Mitglieder. Und was uns sehr stolz macht, sind 6.500 Kinder und Jugendlichen in unseren Sportvereinen. Sie sind auch schon genauso lange, wie es den Kreissportbund gibt, jetzt fast Landrätin. Und Sie haben sich immer für den Sport eingesetzt. Warum eigentlich? Ist das die eigene Vorliebe für den Sport oder ist es die gesellschaftliche Verantwortung? Was sehen Sie im Vordergrund? Für mich ist Sport im Verein gemeinsam mit anderen die beste Sozialarbeit, die ich mir vorstellen kann. Und gerade Kinder und Jugendliche, die auch manchmal zuerst lernen müssen zu verlieren, bevor sie siegen, die sich in der Mannschaft einfügen müssen, die den Mannschaftskameraden auch manchmal den Vorrang lassen müssen. Das ist eine Herausforderung fürs Leben. Die Kinder lernen einfach fürs Leben und sie werden von hoch engagierten Erwachsenensportlern und auch vor allen Dingen vielen so im Hintergrund intensiv betreut und mitgenommen, werden begeistert. Und das ist etwas, wo ich denke, was gerade der Sport auch mitbringt. Auch wenn man mal am Boden liegt, auch im Bilde gesprochen, man muss lernen, wieder aufzustehen, lernen zu überwinden und lernen, wieder von vorne anzufangen oder weiterzumachen. Und das ist, denke ich, das Großartige am Sport, egal in welcher Sportart. Welche Bedeutung spielen denn die vielen Männer, Frauen und auch Nachwuchsleute, die das Ganze, die den Sport ehrenamtlich hier im Kreis unterstützen und am Leben erhalten? Ich denke, das Ehrenamt ist die Säule und das Rückgrat des organisierten Sportes ohne die vielen, vielen Ehrenamtlichen. Wir haben mal eine Statistik geführt, 3.500 Ehrenamtliche engagieren sich in den Sportvereinen des Landkreises Greiz und sind Garant für die Erfolge, die wir natürlich am heutigen Abend in einzelnen Bildern sehen können. Das ist das Plädoyer für die Ehrenamtlichen. Wir werden uns gleich noch näher damit beschäftigen, weil sie es einfach verdient haben. Sportvereine stellen Kinder und Jugendliche ein umfassendes Angebot für die sportliche Betätigung und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zur Verfügung. Sie, die ehrenamtlichen Übungsleiter, sind es,
die Teamgeist und einen fairen Wettbewerb fördern. Wir möchten heute 6 Ehrenamtler und ein Unternehmen für die Verdienste und den Sport würdigen. Wir möchten als erstes nach vorn bitten, 3 Sportfreunde, die ausgezeichnet werden mit einer der höchsten Auszeichnungen des Landessportbundes Thüringen. Eine Mutzmutz-Ehrenplakette in Silber für ehrenamtliches Wirken erhält Wolf Teilig, Gründungsmitglied der Schalmeienkapelle Langwetzendorf. Herzlichen Glückwunsch. Die gleiche Ehre wurde Frank Schmidt als stellvertretendem Vorsitzenden des SV Blau-Weiß Aumar zuteil und auch mit der Silberplakette bedacht der ehemalige langjährige Vereinsvorsitzende des TSV Zeulenroda Wieland Ressel, der zudem viel im und für den Kreissportbund Greiz geleistet hat. 3 Sportsfrauen wurden aufgerufen, um die Ehrennadel des Landessportbundes Thüringen entgegenzunehmen. Dabei eine über lange Zeit agile Vereinschefin, Übungsleiterin und zudem noch für den Sport wohlwollende Ortsbürgermeisterin wie Sabine Lehmann vom SV Pellwitz. Immer mehr Aufgaben im Nachwuchs-, Familien- und Breitensport hat Dolores Perschke beim Leichtathletikverein Elstertal-Bad Köstritz übernommen. Und die Ehrennadel verdiente sich auch Heidi Scharf als Vorstandsstellvertreterin bei der SG Bernsgrün. Aufgerufen wurden dann noch die Greizer Peter und Michael Kniebel, die mit ihrem Unternehmen die technische Durchführung vieler sportlicher Veranstaltungen unterstützt und damit ein Stückweil ermöglicht haben. Den Auftritt der Karateka aus Hohenleuben würde ich hier gern in größerer Länge zeigen. Allein schon der Mühe wegen, die sich die Kampfsportler machen, um zum Beispiel ihre sportlichen Übungen in einem unterhaltsamen Rahmenprogramm zu verpacken. Wir erlebten praktisch einen Spaziergang durch den Trainings- und Wettkampfalltag. Wir wissen jetzt mehr über die herzhaften Kampfschreie zu den Formen. Nur populäre Musik als atmosphärische Showgrundlage hat ihre eigenen Urheberrechte, die medial zu wahren sind. Man kann also nur empfehlen, diesen Sport mal hautnah und live zu erleben. Die derzeit prominenteste Hohenleubener Karatesportlerin konnte an diesem Abend in Zeulenroda nicht mit auf der Bühne stehen, obwohl sie noch wenige Tage zuvor mit den Sportfreunden ihres Heimatvereins trainierte. Rosa Liebold kämpft in der nationalen Spitze um Titel und Ehren, war 2014 Dritte der deutschen Meisterschaft im freien Kampf, Kumite, und wollte an jenem Wochenende in Halle ihren Titel als deutsche Hochschulmeisterin im 68-Kilo-Limit verteidigen. Für mich eine aussichtsreiche Kandidatin zur Umfrage nach der populärsten Sportlerin des Jahres. Also Gründe genug, sie und ihren Weg näher kennenlernen zu wollen. Du triffst deinen Heimtrainer wieder? Du triffst deine Verwandten wieder, bist einfach zu Hause und kannst noch zusätzlichen Training machen, sagen wir mal am Rande. Wo stammst du denn genau her eigentlich? Also ich bin gebürtige Brücklarerin. Das ist ein Ort weiter von Hohenleuben, zwischen Hohenleuben und Triebes. Das ist jetzt nur ein kleiner Verein. Hier habe ich leider nicht ganz so viele Partner, wie ich in ganz Thüringen finden konnte. Und deswegen bin ich anfangs auch viel rumgefahren. Ich habe zwischendrin in Hirschberg trainiert beim André Jeckel, im Bansai Karate IT. Da bin ich auch sehr froh über die Zeit. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das waren meine Jugendjahre. Ich war viel in Waltershausen und bin dort auch noch regelmäßig zum Landeskadertraining. Und mittlerweile trainiere ich auch in Weimar, im Musashi Weimar. Und habe dort ein angenehmes Dojo und ein nettes Trainingsumfeld gefunden. Aber angefangen hast du hier und mit welchem Alter? Angefangen habe ich in Hohenleuben im Alter von 5 Jahren, nachdem ich mit 4 Jahren nicht anfangen durfte. Damals bin ich nach Hause geschickt worden von meinem Trainer. Er hat zu mir gesagt, ich wäre noch zu klein. Gibt er das jetzt noch zu, dass er dich nach Hause geschickt hat? Wir haben vor Jahren mal drüber gesprochen und natürlich gibt er es zu. Und er hat auch gesagt, er hat sich danach sehr, sehr geärgert, weil er gesehen hat, das kleine heulende Mädchen. Aber wir sind beide froh, dass es so geklappt hat. Wie ist denn dein letztes Jahr so verlaufen? Ich war zur Hochschulweltmeisterschaft, bin dort angetreten, bin ganz knapp leider in der zweiten Runde ausgeschieden, das ärgert mich. Ich war zur deutschen Meisterschaft, habe dort den 3. Platz geholt. Ich war zur Hochschuldeutschen Meisterschaft, habe dort gewonnen, viele andere Turniere mitgenommen, viel Training gegeben, Karate gelebt. Nominiert für die Sportlerumfrage, was ist dir das wert? Ich finde es schön, dass wir damit unseren Sport einfach ein bisschen nach außen tragen, zeigen, Hohenleuben hat einen Karateverein, trotz dass wir so klein sind.
Und persönlich für mich finde ich es sehr interessant, wenn meine Klassenkameraden das lesen und dann sich nachträglich bei mir melden und sagen, hey Rosa, du stehst doch auf der Liste. Rosa hat hier angefangen. Haben Sie noch Erinnerungen an die Anfänge? Rosa hat angefangen mit mir. Das muss so 99 gewesen sein. Rosa weiß auch noch genau, wie wir zusammen angefangen haben, weil die beste Erinnerung an mich war von damals, ich stand auf ihrem Fuß. Und sie war damals noch recht klein. Erst waren wir Trainingspartner, dann habe ich hier das Training übernommen, als unser Trainer beruflich gehen musste. Und jetzt mit den Jahren ist das wirklich zu einer richtigen Freundschaft geworden. Andere glauben immer, ich wäre Mutti, aber ist nicht so. Wir sind wirklich richtig Freundinnen geworden. Tut es Ihnen eigentlich leid, dass Sie die Rosa mit 4 Jahren wieder weggeschickt haben vom Training? Ich habe sie dann gleich bei meinem ersten Anfängerkurs, den ich dann im laufenden Jahr dann gemacht habe, dann einfach angerufen und habe gesagt, du kannst wieder kommen, ich habe jemanden für dich. Das war mir ganz wichtig. Es hat mir wirklich im Herzen wehgetan, weil ich hatte damals überhaupt keinen Trainingspartner für sie. Aber ich bin stolz und froh, dass sie so eine tolle Entwicklung genommen hat. Welche Eigenschaften achten Sie denn an der Rosa besonders? Ihr ungebrochener Wille, einfach auch an ihren Fehlern zu arbeiten oder an ihren Sachen zu arbeiten, die sie noch nicht beherrscht. Ja? Und das muss ich sagen, und diese Energie, diese Sachen, die sie verbessert hat, dann einfach auch an die anderen weitergeben zu können. Jetzt arbeitet sie als Trainer oder jetzt dann auch in ihrer Ausbildung als Lehrer. Und das erfüllt mich einfach mit einer Freude, dass sie das einfach versucht, so perfekt weiterzugeben. Wirklich eine tolle Sache. Im Jahr 2010 wollte er Deutschlands Supertalent werden. Dieser sportliche Jongleur, der sich programmgemäß den Künstlernamen TJ Wheels gegeben hat. Auf kleineren Rollen oder hier auf größeren Walzen kullert und kugelt er seither über viele Showbühnen. Gerade auch bei Bällen des Sports. Nun in Zeulenroda begeisterte er einmal mehr mit Originalität seiner artistischen Vorstellung. Rola Rola ist zunächst erst einmal ein schwieriger Balanceakt, der den meisten von uns sicher schon beim Zuschauen Respekt einflößt. Zu seinem zweiten Auftritt kam TJ Wheels natürlich auf Rollschuhen. Die Übungen in der kleinen Halfpipe dürften schon schwierig genug sein, aber bei ihm sollen die auch noch möglichst lässig wirken. Und dafür nimmt er noch allerlei Handgeräte zum Jonglieren mit. Ich denke, man erinnert sich gern an solche Darbietungen. Und wundert sich nicht, dass er 2012 mit seiner Show zum Künstler des Jahres gekürt wurde. Die Sportjugend des Landkreises bestimmt selbst und außerhalb der Umfrage zu den Erwachsenen über ihre Favoriten und Favoritinnen des zurückliegenden Jahres. Die Gewählten sollen neben anspruchsvollen Leistungen auch besonderes Engagement und eine eindrucksvolle Persönlichkeit bewiesen haben. Bei den jungen Männern oder Kerls entschied sich der Vorstand der Sportjugend für den Greizer Flossenschwimmer Titus Kupka, dessen Eltern eigentlich in anderen Sportarten unterwegs sind. Aber die... Hat nichts dagegen. Und wer ist jetzt der Erfolgreicher in seinem Sport? Also ich. Ja, deswegen ist er auch ein Sport. Aus den Nachwuchsteams wählte die Sportjugend das erfolgreiche Langenwolschendorfer Radballduo Nils Kipsch, Manuel Paschka, die in der Altersklasse U13 überraschend Bronze von den deutschen Meisterschaften mit nach Hause brachte. Auch sie haben sich ins Ehrenbuch des Sports eingetragen. Da liegt dann aber schon mehr von diesem Sport in der Familie. Wer spielt denn noch alles Radball bei dir zu Hause? Mein Papa, der hat früher bei der ersten Bundesliga gespielt. Okay, in Ehrenberg? Ja. Richtig? Und wäre das auch ein Ziel für dich, da mal hinzukommen, oder was hast du dir vorgenommen in deinem Sport? Ja, auf der ersten Bundesliga gespielt. Und das ist machbar, oder? Ja. Wir müssen uns abstimmen. Na klar, muss man jeder Sport machen. Als Nachwuchssportlerin des Jahres wurde in Abwesenheit die Leichtathletin Constanze Dietsch vom TSV Zeulenroda geehrt, die zu dem Zeitpunkt im Trainingslager weilte. Die zweimalige Landesmeisterin im Kurzsprint warb zuletzt auch für den EWZ-Nachwuchscup beim 16. Zeulenroda-Meeting, das am 10. Juli stattfinden soll.
10 Kandidatinnen aus den Vereinsvorschlägen wurden in die Liste für die Wahl zur Sportlerin des Jahres 2014 aufgenommen. Vom kreisbeliebten Pferdesport und Schwimmen über Leichtathletik und Feuerwehrsport bis zum Tauchen, Karate, Fechten und Kegeln. Man soll als Berichterstatter wohl nicht tippen. Meine zweite Favoritin belegte in der Sportlergunst immerhin Rang 3. Die in ihrem Sport noch junge U23-Vizelandesmeisterin im Klassekegeln über 120 Wurf heißt Pia Köhler und gehört zu den aufstrebenden und ehrgeizigen Talenten aus Ostthüringen, die bis in die aktuellen Bundeskader eingezogen sind. Zudem zählt sie zum Team der Aufsteigerin des SV Pöllwitz, die ab der kommenden Saison wieder in der Frauen-Bundesliga mitmischen. Und sie hat einen ebenso interessanten Trainer, der auch aus dem Landkreis Greiz stammt. Jan Koschinski, der Thüringer Kegler 2015 sogar zur Weltmeisterschaftsteilnahme führte und beim Sportlerball als Vorsitzender der Sportjugend auf der Bühne stand. Wie bist du auf die Liste gekommen? Was vermutest du? Naja, also bin ja jetzt schon lange im Kegelsport aktiv, kann auch einige Erfolge für mich quasi verbuchen, aber auch vor allem mit der Mannschaft, nicht nur im Einzel. Kegeln ist ja Mannschafts- und Einzelsport. Meine Eltern kegeln beide aktiv, auch im Verein, und die haben mich damals halt mitgenommen, mir hat es Spaß gemacht und dann bin ich dazu gekommen und auch da geblieben. Wer im Landeskader mitkegelt und bis zu deutschen Meisterschaften antritt, der muss dann über die Woche hinweg dann schon einiges trainieren. Was ist das für ein Pensum, was da drin steckt? Ich gehe, wenn ich es schaffe, dreimal die Woche trainieren. Montag, Mittwoch und Freitag und dann Sonntag meist Wettkampf. Der Landeskader fordert dann auch zusätzlich Anstrengungen? Genau, ja, also wenn quasi mal kein Ligabetrieb ist, dann sind Sichtungslehrgänge, Auswahlspiele. Wenn der Sportler bald stattfindet, dann habt ihr euer wichtigstes Spiel des Jahres schon hinter euch. 4 Frauen unter den Top 5 der Liga mit großem Punktabstand Spitzenreiter, aber jetzt der Überkreuzvergleich zwischen den Staffelsiegern um den Aufstieg. Wie siehst du das Aufstiegsspiel? Unser wichtigstes Spiel diese Saison. Wir wollen unbedingt wieder aufsteigen, können da natürlich nicht leichtfertig rangehen, müssen uns da voll drauf konzentrieren, jetzt nochmal alles geben und dann sehen, dass wir das am Ende für uns entscheiden können. Dann sind natürlich die Gegner viel, viel routinierter und auch talentierter. Und da muss man auch selber dann viel mehr geben, auch nervlich, weil man gewinnt dann nicht mit 20 Holz Vorsprung, sondern dann vielleicht nur mit einem oder zwei Holz Vorsprung. Und das ist halt nervlich und auch körperlich viel anstrengender, wenn man quasi härtere Gegner hat. Aber du sagst immer, man gewinnt dann nicht nur. Ja, man muss ja immer vom Positiven ausgehen. Nein, man wird auch bestimmt mehrere Niederlagen dann nicht. Wie diese Saison sind wir mit 2 Niederlagen durchgekommen, den Rest alles Siege. Das wird sich, wenn wir aufsteigen, bestimmt ändern. Ich habe den Eindruck, Ostthüringen ist eine Kegelhochburg. Kann man das so sehen? Ja, also kann man schon sagen, dass Thüringen, besonders ja auch Ostthüringen, schon eine Kegelhochburg ist mit vielen Bundesligamannschaften. Also jetzt zum Beispiel Auma, die Männer, die Frauen. Ja, aber auch vielleicht wir wieder dann. Also kann man schon sagen. Warum meinst du, dass das so ist? Vielleicht einfach durch die guten Trainer, die wir hier haben, auch das Engagement der Jugendarbeit. Also wir haben ja viele Jugendliche hier und daraus entwickeln sich ja dann auch im Erwachsenenbereich gute Mannschaften. Du wirst hier im Kadertraining beispielsweise betreut von Jan Koschinski. Der ist Trainer des Jahres bei den Keglern in Thüringen geworden. Was ist so besonders an Jan Koschinski? Seit ich kegel, kenne ich eigentlich Jan auch schon. Und er macht das mit viel Herz, mit viel Engagement, ist immer dabei. Und macht ja jetzt auch die Nationalmannschaft da als Co-Trainer ist er da. Also einfach einer der besten Trainer, die wir auch haben. Auch nicht nur thüringenweit, sondern ich denke auch in Deutschland. Für die Kegler war es sicher eine interessante Konstellation hier bei der Sportlerumfrage. Und immerhin ein bisschen was konntet ihr ja auch mitnehmen. Dass es ausgerechnet Pia getroffen hat, zufrieden? Ja, sehr glücklich, sie hat es verdient gehabt, war jahrelang sehr engagiert und sie hat es verdient. Genauso gut hätten ja auch die Frauen beispielsweise von Blau-Weiß Auma mit vorne sein können. Wie schätzt du deren Saison ein für dieses Jahr? Sie haben sich gut präsentiert in der Bundesliga, 100 Wurf. Wir versuchen ja schon seit Jahren zu wechseln in die 120er. Wenn wir da reinkommen, dann denke ich mal, ist noch mehr Erfolge möglich. Wir haben eine junge Mannschaft, eine erfolgreiche Mannschaft auch. Mit vielen Kaderspielern und da ist noch einiges möglich, mit Böllwitz, aber auch mit Auma. Die Mannschaft ist relativ gleichmäßig und ausgeglichen besetzt. Ist das deine Stärke? Ja, für Auma auch, für Böllwitz sowieso. Themenwechsel, Trainer des Jahres 2014 in Thüringen.
Was ist dir das wert? Es ist ein super Erfolg, muss ich sagen. Ich bin stolz drauf. Es gibt viele Trainer in Thüringen, viele gute Trainer. Und ich bin froh, dass ich geworden bin. War eine harte Arbeit und ich bin stolz drauf auf meine Schützlinge und auf die Mannschaften, dass sie so erfolgreich sind und dass meine Arbeit da auch ein bisschen gewürdigt worden ist. Welche Altersklassen betreust du in Thüringen? In Thüringen die U14 und die U18. Und als Co-Trainer im Bund? Die deutsche Nationalmannschaft der U18. Dann hättest du sozusagen auf nationaler Ebene doch eine Chance gehabt, eventuell Trainer des Jahres zu werden. Hätte ich, aber mit Bellacciani war der Bamberger Trainer mit dabei und der ist schon über 50 Jahre jetzt sehr erfolgreich und er hat es verdient gehabt. Er war der Beste. Man muss auch mal verlieren können, den zweiten Platz mitnehmen und war okay. Okay. Was die jungen Leute über dich gesagt haben, das hören wir jetzt mal in der Umfrage noch. Also, er macht halt auch Spaß und das finde ich aber auch mit der Strenge, die man halt für das Training braucht und nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Naja, der Jan hat halt die besondere Gabe, auf jeden Spieler exakt eingehen zu können. Er kann jeden einstellen, er hat die Erfahrung gesammelt überall, wo er mit war, zu Ländervergleichen, zu irgendwelchen Kadersicherungen. Jetzt auch im Nationalkader, die kann er an die Spieler exakt gut weitergeben. Dadurch, dass er auch selber Kinder hat, kann er sehr gut mit Jugendlichen arbeiten und ich denke, das macht ihn so außergewöhnlich gut. Ich würde sagen, der Jan ist einfach cool drauf und alles so als Trainer und es macht eigentlich auch voll Spaß, das Training bei ihm. Ja, er macht Spaß mit uns mit, aber er bringt uns halt auch an die Leistungen, die wir haben wollen. Er bringt Ruhe in unseren Wurf und... Hat er Eigenheiten als Trainer? Ja, sicherlich. Also es ist schon nicht immer leicht, aber am Ende bringt er uns an den Punkt, wo wir hinwollen, nämlich dazu gute Leistungen zu bringen. Er ist streng, aber wäre nicht so streng, wir wären nicht da, wo wir jetzt wären. Er kämpft viel für seine Leute und er gibt halt Gas. Nach Stimmenanteilen klare Zweite der Umfrage zu 2014 wurde dieses Mal die erfahrene Masters-Schwimmerin Kerstin Zöge aus dem ersten SK Greiz von 1924 e.V. Als deutsche Meisterin über 50 Meter Rücken und noch mehrfache Medaillengewinnerin über andere Strecken und in anderen Schwimmlagen ist sie in der heimischen Popularitätswertung erneut Vize. Und die Siegerin? Sie vereinte bei den 953 erhaltenen Umfragestimmen wohl sowohl die Kreuzel ihrer Anhänger in der Leichtathletik auf sich, als auch die von jungen Leuten, denn sie war ja auch Vorsitzende der Sportjugend im Kreis. Also, die Rede ist von Corinna Fink, der erfahrenen und vielseitigen Läuferin vom LV Einheit Kreiz. Sie eroberte in ihrer Altersklasse W35 Landesmeistertitel im Crosslauf und im 10 Kilometer Straßenlauf und zudem noch über die Mittelstrecke 800 Meter auf der Bahn. Im zeitigen Frühjahr dieses Jahres noch außer Gefecht half sie in der Organisation des populären Kreiser Straßenlaufes und ist Hoffnungsträger als Übungsleiterin und Trainerin. Der Umfragesieg für 2014 bei den Frauen gehörte ihr, Corinna Fink. Ein weiterer Tanz des Abends im Zeichen der populärsten Sportler für die Umfrage zu 2014 leitete sich fast unvermeidlich vom triumphalen Event des Jahres ab. Latino-Rhythmen fürs Schwelgen in Gedanken an die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem begeisternden Titelgewinn der deutschen Kicker. Und da kann Kess seine Wandlungsfähigkeit zwischen Ballett und Showtruppe für unterschiedlichste Anlässe auch in Kostümen deuten. Ein Dutzend Kandidaten kamen für die Umfrage nach dem Sportler des Jahres 2014 im Landkreis Greiz in die Wertung. Auch hier ein vielfältiges Aufgebot vom Kegeln, Feuerwehrsport und Schießsport, aus dem Ponysport, Motorfliegen, Boxen und Radsport, sowie bereits Platzierte oder Sieger der Vorjahre aus dem Orientierungstauchen, Schwimmen und Fechten. Rang 3 ging dieses Mal an den einstigen Mehrfachgewinner Michael Brecht vom TuS Osterburg-Weida für seine Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen im Herrenflorett. Und dann war es sehr, sehr eng im Endergebnis. 692 Stimmen vereinte Masters-Schwimmer Detlef Rahnfeld vom 1. SK Greiz auf sich.
Nochmals belohnt wurden damit unter anderem die Medaillengewinne bei den deutschen Meisterschaften über Brust, Freistil, Schmetterlings- und Lagenkurzstrecken. Ja, und eine Umfragestimme mehr führte dann ihn auf Rang 1 der Popularitätswertung. Sein Limit, die 85-Kilogramm-Klasse. Da war er auch Dritter der deutschen Meisterschaften im griechischen Stil. Es gewann der Ringer Thomas Leffler vom RSV Rotation Kreiz, der auch maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen seines Bundesliga-Teams beigetragen hat. Die Ringer sehen sich nach längerer Umfragepause wieder auf bestem Wege. Und das sollte sich dann auch im Resultat zur Umfrage nach der Mannschaft des Jahres unter 12 Nominierten widerspiegeln. Da schafften es immerhin die Fußballer, die U55 Oldie-Fußballer der Spielgemeinschaft Weider Niederpölnitz auf den Bronzerang in der Umfrage. Gewonnen hatte die recht fidele Kickertruppe überraschend die Hallenlandesmeisterschaft. Sie sind immer für ein munteres Spielchen zu haben. Der zweite Platz wurde für einen Schwimmvierer des ersten SK Greiz errechnet. Der Verein hatte dieses Mal die 4x50 Meter Bruststaffel der Männer nominiert und lag damit um 3 Stimmen vor den Fußballern. Aber deutlich fiel hier nun der Triumph der Greizer Ringer aus. 763 Teilnehmer entschieden sich für die Vertretung des RSV Rotation in der zweiten Bundesliga. Und das kostete die Truppe um Trainer Tino Hempel nun natürlich gern aus. Zumal sie sich ja noch in diesem Jahr mit dem Einzug in ein neues Trainings- und Wettkampfdomizil der neuen Sporthalle im Greizer Aubachtal weiteren Aufschwung für ihre Sportart versprechen. Die Helden des Abends beim Ball des Sports in Zollernroda waren die Ringer. Herzlichen Glückwunsch.